Der undankbare Sohn. Es saß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der Haustür. Sie hatten ein gebratenes Huhn vor sich stehen und wollten das zusammen verzehren. Da sah der Mann, wie sein alter Vater daherkam. Geschwind nahm er das Huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gönnte. Der Alte kam, tat einen Trunk und ging fort und wollte der Sohn das gebratene Huhn wieder auf den Tisch tragen. Aber als er danach griff, war es eine große Kröte geworden. Die sprang ihm ins Angesicht und saß da und ging nicht wieder weg. Und wenn sie jemand wegtun wollte, sah sie ihn giftig an, als wollte sie ihm ins Angesicht springen, sodass keiner sie anzurühren getraute. Und die Kröte musste der undankbare Sohn alle Tage füttern, sonst fraß sie ihm aus seinem Angesicht. Und also ging er ohne Ruhe in der Welt hin und her.